Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wir haben schon die ersten Punkte liegen gelassen in der 150er Klasse. Allen voran Wario als auch Yoshi. Nur Link bis jetzt noch ohne Punktverlust im gesamten Spiel, glaube ich sogar. Diesmal gibt es als neues Kart den Boliden. Okay. Wir fahren aber mit dem Standardbike. Den Blattreifen, glaube ich. Oder Kleintürk. Nein, ich glaube, Link hatte die Blattreifen. Hatte Link die Standardreifen? Wahrscheinlich. Und das Feisthörnchen. Der Bananencup ist der zweite Retro-Cup. Und da wollen wir heute wieder gewinnen. Link, wie gesagt, als einziger Fahrer von uns noch ungeschlagen. Aber selbst in der 150er Klasse mussten wir schon hier und da die ersten Punkte liegen lassen. Deswegen ist es doch relativ wahrscheinlich, dass wir auch mit Link Punkte eventuell liegen lassen werden. Dass es eventuell nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die ersten Punkte auch mit Link liegen lassen. Hauptsache ist, dass wir erstmal wieder gut in den Grand Prix starten mit möglichst einem Sieg und entsprechend 15 Punkten. Wir fahren dafür erstmal ein bisschen über den Treibsand. So, schönes Doppelpäckchen einsacken, jawohl. Oh, mit dem Turbo könnten wir zur Not auch hier in der Mitte durch. Das Gefühl ist allgemein leichter, hier in der Mitte durchzudüsen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit noch nicht probiert. Und jetzt merke ich das hier. So, ich denke, zwei Sprünge sind hier mehr als genug. Beziehungsweise der dritte dann auch noch hier raus. Ach, und da kommt auch schon das erste Geschoss geflogen. Diesmal heißen unsere Gegner scheinbar... Oh, ist das Lemmy? Und Metal Mario. Ja, soviel zu dem Thema des roten Panzers dort an der Stelle. Der rote Panzer wäre mir allerdings lieber gewesen als der Blitz, weil den roten Panzer hätte ich abwehren können. So, versuchen wir mal ein Stück weit innen zu fahren. Ah, guckt euch das doch mal an, das ist ja locker flockig. Locker flockig, ohne Probleme machen wir das. Zum Glück kam der rote Panzer rechtzeitig, dass wir uns jetzt hier noch entsprechend was holen können. Leider Gottes ist es nur eine Bombe geworden. Naja gut. Man kann nicht alles haben. Vielleicht gibt es jetzt hier was Besseres. Ich hoffe einfach mal auf keine Münze. Boah, ein Blooper kommt jetzt hier erstmal. Ausgerechnet hier in der Passage. Wo man vielleicht doch schon mal auch ein bisschen was sehen sollte. Haben wir erstmal gut überwunden. Wir haben drei Bananen bekommen, sehe ich gerade. Wieder hier leicht durch die Mitte gefahren. Hat gut funktioniert. Der Sprung hat nicht funktioniert. Jawohl. 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 So, wir lassen jetzt hier nichts mehr anbrennen. Ich lege die Bombe hier ab. Dann haben wir hier noch drei Bananen. So viel zum Thema, wir lassen jetzt hier nichts mehr anbrennen. War ja klar, dass noch ein Blitz kommt. Egal, wir holen trotzdem 15 Punkte. Metal Mario 12 und Lemmy 10. Leider Gottes sind es nur 7 Münzen geworden. Aufgrund des netten Blitzes, der uns hier gefühlt 2 mm vor der Ziellinie erfasst hat. Naja, was soll's. Weiter geht's, Donut-Ebene 3. Oh, jetzt muss ich wieder überlegen. Ging das links rum in der richtigen Richtung? Wenn wir aus dem Wasser kommen. Ich glaube, es ging links rum. Ja, es ging links rum. Passabler Start. Lakito kommt etwas besser aus den Startlöchern. Schnappt sich auch gleich erstmal die ersten zwei Items. Keine Ahnung, was das zweite war. Das erste war auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine Doppelmünze. Das zweite war. Grüner Panzer, okay.
Schön zeitig. Alter, warum treibt es mich hier so nach draußen? So, haben jetzt hier noch einen Turbo, den wir einsetzen können. Möglichst hier. Da hat es am meisten Sinn. Oh, war eine Linkskurve. Ich habe mit einer Rechtskurve gerechnet. Alter Schwede, ich komme hier nicht rein, die Strecke. Ich könnte von Glück reden, dass wir noch so gut unterwegs sind aktuell. Jawohl, haben jetzt erstmal zwei Items uns geschnappt. Boah, alle drei Panzer verfehlt. Ey, fickt euch alle mal ins Knie. Ey, ganz ehrlich, was war denn jetzt hier schon wieder los? So, diesmal kommen ja auch passabel um die Kurve rum. Natürlich gibt es nur eine Münze. Warum sollten wir auch mehr kriegen? So, 10 Münzen jetzt. Mal schauen, wie lange das anhält. Wir können jetzt allerdings als erstes hier in dieses... Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber wir sind noch in Führung. Minimaler Vorsprung vor Metal Mario, der uns jetzt hier auch noch unsere letzte Verteidigung abgeluchst hat. Aber wir bekommen neue. In Form von 3 Bananen und einem grünen Panzer. Gehen wir das Risiko und springen dort über das Maulwurfloch. Und jetzt dürfte nichts mehr anbrennen. Das ist der zweite Sieg. Und das sind 10 Münzen vor Metal Mario und Lemmy. 30 Punkte also jetzt für uns. Metal Mario hat 24 und Lemmy 20. Ja, Metal Mario leider Gottes für uns zweimal Zweiter geworden. Das heißt, wir haben nur 6 Punkte Vorsprung. Und deswegen wäre es gut, wenn wir noch einen dritten Sieg nachlegen können, damit wir möglichst entspannt in das letzte Rennen dann auch gehen können. Und das müssen wir hier machen auf der königlichen Rennpiste. Auch eine meiner Lieblingsstrecken. Nicht die allerlieblingsstrecke. Die kommt erst relativ am Ende wieder dieser Klasse. Aber nichtsdestotrotz ist das eine sehr schöne Strecke hier. Stimmt, ja. Oh, eine 150er Klasse kommen wir ja auch noch nicht ganz rum. Aber in der 200er Klasse sollte das dann definitiv reichen. Boah, wir hätten mal vielleicht ein paar Münzen einsammeln können. Das wäre eine Maßnahme gewesen. Sind jetzt bei 6. Ist hier nochmal. Ah, shit. Die habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Durch den Feistgleiter. 7. Die kriegen wir auch. 8. Komm, jetzt noch die 2 hier in der Kurve. Komm. 19. Jawoll. Wunderbar. Unten einen kleinen, aber feinen Vorsprung haben wir. Leider Gottes aber keinen roten Panzer mehr. Gut die Kurve genommen. Jetzt hier zwischendurch aufgehört mit Driften, weil wir haben ja vorhin mitbekommen, dass das so noch nicht funktioniert. Ah, shit. Da kommt der rote Panzer doch einen Ticken zu spät. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht gleich noch was abbekommen in der Luft. Das wäre doch schon sehr ärgerlich. So, Münzen brauchen wir nicht. Aber noch so ein Doppelpäckchen. Ah, nicht schnell genug mehr ausrüsten können. Egal. Werfen wir jetzt gleich mal die Münze noch ein. Damit wir jetzt vielleicht einen ordentlichen Pack Verteidigung bekommen. In Form einer Münze, na toll. Eieiei. Kommt jetzt hier ein Doppelpäckchen gleich. Ja, das Doppelpäckchen nehme ich hoffentlich auch mit. Ja, da kommt natürlich direkt nochmal so ein verfickter roter Panzer. Alter Schwede. Lemmy mit 3 Bananen. Wir nur hoffen, dass... Oh, wir überholen ihn in der Luft. Schöne Sache. Hoffentlich bringen wir das ins Ziel. Hoffentlich bringen wir das ins Ziel. Vor allem vor Lemmy, das wäre klasse. Metal Mario, nur Dritter diesmal. Und damit können wir doch entspannt in das letzte Rennen gehen. 45 Punkte haben wir. Metal Mario 34, Lemmy 32. Das heißt 11 Punkte Vorsprung. Ein 9. Platz.
würde uns schon genügen, um Grand Prix-Sieger zu werden. Und diesen 9. Platz müssen wir uns holen im Donkey Kong-Dschungel. Puh, auch nicht unbedingt meine beste Strecke. Da müssen wir kämpfen. Und konzentriert sein. Und ein bisschen Glück haben, denke ich auch. Mit ein bisschen Glück ist sowieso immer alles möglich. Alter, entscheide dich, Lemmy. So, erstmal den Lemmy entsorgt fürs Erste. Wieder klappen hier beide Sprünge. Schön an diesen Tickies vorbeigekommen. Die ersten Münzen jetzt eingesackt. Möglichst den Frosch nicht mitnehmen. Die Münzen liegen ja echt ungünstig. Deswegen müssen wir diese einzelnen mitnehmen. Zack, weg war die Defense. Deswegen nächstes Doppelpäckchen. Mit einer Münze und einer Banane. Hängen wir die Banane schon mal hinten ran. Ja, ähnlich wie beim letzten haben wir zum Ende von Runde 1 einen richtig guten Vorsprung schon. Aber ihr habt ja gesehen, was am Ende draus geworden ist. Ein knappes Rennen war es. So, wieder gut hier unterwegs gewesen. Halbwegs an dem Tiki vorbeigekommen. Das Ganze bis jetzt ganz gut gelöst von mir. Boah, war das knapp mit dem Frosch. War das knapp mit dem Frosch. Ah, und dann nehmen wir die Banane mit. Und den Blitz auch noch. Da kommt wieder alles auf einmal. Oh, fick dich, Spiel. Fick dich. Banane und den grünen Panzer für die neue Verteidigung. Kann sich sehen lassen. Vielleicht bekommen wir ja alle drei Münzen. Nein, nur zwei. Sind damit jetzt bei 8. Der Vorsprung ungefähr so geblieben wie in der letzten Runde. Buhut laut uns unsere erste Verteidigung. Danke dafür, du gefräßiger Geist. Klar kriegen wir diesmal nur eine Münze. War ja abzusehen. Zumal wir jetzt schon wieder bei 10 sind, die Münze uns absolut gar nichts bringt. Leider kann ich nicht das erste Item behalten und das zweite wegschmeißen. Oh nee, der erwischt mich in der Luft, oder? Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Glück gehabt. Und wir haben genug Vorsprung, dass wir das Ganze immer noch relativ souverän erstmal noch anführen können. Natürlich kommt noch ein Blitz und noch ein roter Panzer. Sonst noch irgendwelche Vorstellungen. Na klar, gut. Klau mir nochmal meine Verteidigung kurz vor Schluss. Alter, was hier schon wieder los ist. 9 Münzen wären es am Ende und der Sieg trotz allem, ihr Wichser. 60 Punkte, Link bleibt ungeschlagen. Lemmy 44 Punkte, Metal Mario 44 Punkte. Zwei zweite Plätze also. Und damit jetzt weiter zu den Highlights. Holen wir uns den Pokal ab. Und bestenfalls gibt es noch ein Fahrzeugteil. Ich würde meinen, diesmal hat es nicht gereicht. Trotz, dass wir 37 Punkte, glaube ich, geholt haben. Nein, 36. Es dürfte nicht gereicht haben, das glaube ich nicht. Die Highlights von der staubtrockenen Wüste. Link hat es hier wieder sehr souverän gemeistert. Unser bester Fahrer. Und deswegen gibt es auch verdient, neben dem Goldpokal jetzt hier, neben der goldenen Banane, noch die 3 Sterne. Für die 60 Punkte und kein Fahrzeugteil, wie ich es mir schon gedacht habe. Dafür wird es beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder eins geben. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, dass es euch wieder gemundet hat, diese Folge. Und dann hoffe ich, euch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen bei Mario Kart 8 Deluxe. Bis dahin, macht's gut.